Hallo, heute kommt das versprochene Video zu dieser kleinen Box. Und zwar habe ich hier drei Grußkarten drin. Und die kommen in eine Aktion. Die ganze Aktion nennt sich Weihnachtsengel. Und dort werden immer ein paar Sachen versteigert. Bücher, kreative Sachen, was auch immer. Ich bin jetzt, glaube ich, das zweite Mal dabei. Das erste Mal habe ich so kleine Buchtaschen genäht und dieses Mal mache ich ein paar Grußkarten. Also zu denen kommen noch zwei oder drei andere dazu und vielleicht ein Adventskalender. Mal gucken. Wie gesagt, hier habe ich jetzt die drei Karten drin, die ich im letzten Video gezeigt habe. Ich mache das mal auf. Ich habe gedacht, vielleicht kann man das mit dem Band irgendwie schöner zeigen, als wenn man hier ein Magnet gemacht hätte. Ich wollte zuerst ein Magnet machen. Finde es aber mit dem Band irgendwie schmuckvoller. So, das habe ich auch ein bisschen lockerer gemacht, weil ich das ja noch ein paar Mal auf- und abmachen wollte und dachte, es ist dann vielleicht besser. Und ich habe das so gemacht, dass es hier praktisch, ja, wie bei so einer Klappbox, bloß dass es nur der Deckel, also so eine einseitige Klappbox. Hier, das habe ich festgelassen. Und wie hoch man hier praktisch das macht, ob man es vielleicht noch ein bisschen höher macht, damit das hier ein bisschen stabiler ist. Da müsst ihr gucken, wie ihr das vielleicht lieber machen wollt. Die Ecken habe ich jetzt hier spitz zulaufen lassen. Will ich aber, wenn ich jetzt mit euch die Karte mache, hier gerne 3 mm überlappen lassen. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Ja, da habe ich ein bisschen lange dran gesessen und ausgetüftelt. Und das ist dann dabei rausgekommen. Ich finde das ganz schön. Und ich glaube, ich werde dieses Jahr auch mal Grußkarten so verschenken. So immer im Dreierpack finde ich es ganz schön. Ich werde euch dann in der Infoleiste die Maße für diese Box setzen. Also für so eine quadratische, die ist jetzt 15x15. Und ich werde euch noch die Maße reinsetzen für Karten, die 15,4x10,4 sind. Ich finde das ganz schön. Und jetzt kommen wir dazu, was wir brauchen. So, ich habe schon mal alles zurechtgeschnitten und hoffe, ich vergesse dieses Mal wieder nicht, euch die ganzen Falzlinien zu zeigen. Das ist meine etwas wirre Zeichnung, wo ich schon viel abändern musste, als ich gestern die Probepackung gemacht habe. Die war zu klein, natürlich, weil ich das nicht bedacht habe. So, was brauchen wir? Wir brauchen einfarbigen Kartstock. Ich habe jetzt hier so ein Kraftpapier genommen. Bin ich jetzt gerade 200 Blatt von. Ein A4. Und zwar brauchen wir das große Stück. Wenn wir die 15x15 Karten, also die Karten sind 14x14 und die sollen ja Platz da drin haben, deshalb ein bisschen größer, ne? Deshalb auch 15x15. Also brauchen wir ein Teil, das 25,5 mal 19 cm ist. Und dann brauchen wir ein Teil, das 12,1, warum so krumm, erkläre ich gleich, mal 19 ist. Also 12,1 mal 19, 25,5 mal 19. So, hier wird gefalzt. Ich habe das jetzt schon mal gemacht. Aber noch nicht rum. Irgendwie steht, glaube ich, mein Licht heute falsch. Es ist ein bisschen dunkel, oder? Wird aber nicht besser. So, das große Teil wird an der langen Seite gefalzt bei, doch so richtig rum, bei 6,5, bei 8,5 und bei 23,5. Und an der kurzen Seite wird sie jeweils gefalzt bei 2. Dann drehen wir das Ganze rum und machen nochmal bei 2 cm. Ich habe das jetzt, das Kraftpapier war ein bisschen störrisch. Deswegen habe ich das dann auch mit dem Stampin' Up Schneidegerät gemacht, wobei ich mit dem Schneidegerät
Gerät eigentlich überhaupt gar nicht mehr schneide. Ich nutze es momentan nur zum Falzen, weil ich mir den Tonics Studio Hebelschneider geholt habe. Und ich bin wirklich super, super, super zufrieden damit. Ich könnte euch vielleicht im nächsten Video das mal vorstellen. Stört nur eine kleine Sache, aber ja, das zeige ich euch dann. So, das haben wir dann schon mal gefalzt. Dann kommt das kleine Stück, was da praktisch unser Deckelchen ist, der beweglich ist. Und das wird an den kurzen Seiten, also an der kurzen Seite, bei 2,1 gefalzt und an der langen Seite hier wieder jeweils bei 2 cm. Das können wir dann auch schon mal falzen. Falls ich das jetzt so schnell ist, wie gesagt, das steht auch alles in der Infobox dann. 2,1, weil ich hier an dem Verbindungsstück gerne noch ein bisschen Platz haben möchte. So. Jetzt kommen wir dazu. Jetzt haben wir das gefalzt. Das untere Teil hier liegt so, die Seiten hier. Und jetzt, ich hatte natürlich das Lineal vergessen, habe ich mir hier rechts von der Falzlinie eine Markierung gemacht mit 3 mm und hier links von der Falzlinie auch eine Markierung von 3 mm. Und dann ziehen wir das bis hier, also bis zu dieser Falzkante, ziehen wir uns dann von diesem 3 mm Strich bis hier zu dem Rand eine Linie. Und das gleiche machen wir auch hier oben die 3 mm. Und hier bis zu der Kante, wo gefalzt ist. Also nur bis hier. So. Jetzt muss das Ganze geschnitten werden. Das wird einmal hier an dieser kleinen eingeschnitten. Und hier. Aber nur bis zur Falzlinie. Dann unsere Klebelaschen. Das können wir hier noch ein bisschen schräger schneiden. Und wir schneiden dann hier entlang unseres Bleistiftstriches. Kann man dann auch mit einem Schneidemesser machen, wie man gerne möchte. Das ist jetzt so ein kurzer Weg. Ich mache das hier lieber mit der Schere. So. Das Ganze müsste dann so aussehen. Also hier die Falzlinien. So, dann kommen wir zu dem großen Teil. Das müssen wir jetzt. Hier, wo dieses kleinere Teil ist vom Falz, schneiden wir das hier ein. Also praktisch hier, wo das Viereck ist. Und das schneiden wir dann hier auch ein bisschen schräger. Und diese zwei lassen wir gerade. Das Ganze machen wir auf der anderen Seite auch. Das Ganze sieht dann so aus, dass es hier ein bisschen abgeschrägt ist. Ich hoffe, ihr kennt das. Und hier oben, also hier, wo dieses 15x15 Teil ist, da schneiden wir diese Ecke hier komplett raus. Einmal zur Falzlinie
und einmal bis zur Halslinie. Hier genauso. So sieht das Ganze dann aus. Ich habe heute auf Instagram schon ganz viele Fotos vom Stempelmecker gesehen. Und ich freue mich schon sehr, sehr, sehr auf die Kreativmesse hier bei uns in Frankfurt. Wer von euch ist dann auch da? Würde mich mal interessieren. Schreibt es doch mal in den Kommentaren. Vielleicht gibt es ja schon irgendwo, vielleicht treffen sich ja schon irgendwo welche. Finde ich gut. Ich bin momentan in der Arbeit sehr eingebunden, weil meine Kollegin Urlaub hat. Und ja, da bin ich nicht ganz so viel unter der Woche im Netz unterwegs. Das schaffe ich irgendwie nicht. Und dann verpasse ich immer das meiste. Ja, also machen wir jetzt mal hier weiter. Wenn ihr das Innenteil bekleben wollt, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, weil später ist es ein bisschen schwierig, hier drinnen zu kleben, da ich Kraftpapier habe und das sowieso ganz gut finde. Ich habe auch hier die Seite nicht beklebt und habe hier auch versucht, das mit Kraft-Designpapier aufzufangen. Ja. Dann geht es jetzt zum Zusammenbau. Wir machen zuerst mal den Deckel. Und zwar die Falzlinien schlagen wir hier nach innen. Und das kommt außen dran. Und dazu müssen wir uns hier doppelseitiges Klebeband drauf tun. Also an der Box habe ich lieber mit doppelseitigen Klebeband gearbeitet, weil der Flüssigkleber mit diesem Karton irgendwie nicht so zurechtkam. Also das hat nicht geklebt auf diesen Cardstock. Warum auch immer. Also das haben wir jetzt so geklebt. Sieht schon ein bisschen aus wie ein Deckel. Jetzt kommt dieses Teil. Hier mache ich es jetzt nicht so, dass die in der Mitte sind, weil das stößt nachher laufend an die Karten. Und dann macht man sich vielleicht die Karten ein bisschen kaputt. Die mache ich nach außen. Also ich mache zuerst das, dann diesen kleinen und den hier oben drüber. Das ist nicht ganz sauber geschnitten. So, dazu mache ich mir hier doof, man kann dieses Sticky Tape nicht reißen. Manchmal wäre ich gern schneller, aber ich kriege es einfach nicht zerrissen. So, auf diese kleine Lasche kommt innen etwas. Ich habe jetzt auch schon wieder die falsche Schere. Eine Schere versaut mit diesem ganzen Klebezeug. Und hier kommt es auch nach innen. So. Wie gesagt, jetzt habt ihr das große Teil hier liegen. Macht euch das hoch. Dann kommt erst das kleine Teil dran. So. Hier genauso. Und dann rumklappen, so dass ihr hier auch die Falzlinie genau trifft. Dann sieht man da auch nichts mehr von diesem kleinen Teil. Und das wäre das schon mal.
immer noch mal ein bisschen an. So. Jetzt kommt auf dieses Teil. Und zwar außen. Auch wieder Klebeband. Hier klebe ich es ein bisschen weiter weg von der Falzlinie, weil ich ja hier gleich den Deckel ansetze. Das mache ich jetzt mal ab. Und ich will einfach nicht, dass es da daneben dran noch klebt, falls ich nicht bis ganz in den Rand komme. So, dann aufpassen, dass wir das nicht auf unsere Matte kleben. Dann nehmen wir uns den Deckel. Dieses Teil muss so rum. Das große muss an diese Lasche. Und ich lege mir das immer gerne von außen an. Jetzt weiß ich bloß nicht, wie ich euch das am geschicktesten zeige. Weil ich hier eine gute abgeschlossene Linie haben möchte. Also man sieht praktisch noch was von der Falzlinie. Ich mache das nicht ganz ran und habe lieber hier drinnen noch ein bisschen mehr Platz. Das fällt ja dann sowieso nicht auf. So. Und so wäre das. Hallo? Schaffst du? So wäre das Ganze dann fertig. Muss ich noch ein bisschen daran gewöhnen. So. Wie gesagt, wer es möchte, dass es hier ein bisschen höher ist, muss dieses Teil einfach ein bisschen höher rechnen anstatt der 6,5. Das müsst ihr dann aber auch bei den 25,5 cm ein bisschen mehr machen, wenn ihr es vielleicht um 2 cm erhöhen wollt. Aber ich finde es halt toll, wenn man die Karte dann schon sieht, wenn man es aufmacht. So wie hier praktisch. Dass man schon ein bisschen mehr von der Karte sieht. So, wer von euch jetzt Magnete ranmachen möchte, ist jetzt die beste Zeit dafür, das unter den Designpapier zu machen. Ich mache wieder ein Band dran, ich finde es so besser. Und ja, habe hier auch schon was vorbereitet. Hab gedacht, dieses Teil mache ich mal auf Flüsterweiß. So weiß nehme ich eigentlich nur Flüsterweiß, aber das ist auch so fast das einzigste Papier, so Cardstock-mäßig, was ich von Stampin' abnehme. Hab das Ganze mit Cappuccino so ein bisschen am Rand eingefärbt, damit es ein bisschen so sieht und hier auch ein bisschen Finger dabei hier an dem entlang, dass man ja so eine kleine Ahnung von Schnee bekommt. Und hier habe ich die Tannenbäume im Vordergrund gestempelt, habe den Stempel dann noch ein paar Mal abgestempelt und habe die Bäume dann hinten dran etwas verschwächter gesetzt. So habe ich es mit dem Haus auch gemacht und hier mit denen. Ja, das war ein bisschen dazu. Das Stempelset, was ich verwendet habe. Ich weiß gar nicht, wo ich das lagern soll, so groß wie das ist. Habe ich mir bei AliExpress gekauft. Und ja, hat wirklich richtig tolle und große Motive. Also der Pinguin ist 7 cm groß. Der Schneemann 7,5, die Tasse 5,5. Ich finde das richtig toll. Und ja, habe mir beim gleichen Shop
noch das hier geholt. Und das ist auch richtig, richtig schön. Das hat schon allein eine Größe von 14 cm, glaube ich. Ich habe schon lange nach so einem großen Stempel gesucht, gerade für Weihnachtssachen. Und schaut euch das an. Der ist wirklich richtig, richtig schön. Und ja, nicht ganz 14 cm. So, jetzt beklebe ich das ein bisschen mit Designpapier und dann würde ich mich wieder melden. Also bis gleich. So, da bin ich wieder zurück und so sieht das Ganze aus. Ja, näher ran. Das Designpapier habe ich mir aus diesen beiden Blöcken hier zusammengesucht. Ja, hier hatte ich mal vom Teddy. Letztes Jahr aber schon. Dieses Jahr habe ich noch gar keine Weihnachtsblöcke gesehen, gekauft. Ich war noch nicht unterwegs, seitdem es die Blöcke gibt. Weder beim Action noch sonst irgendwo. Ich habe aber auch noch ganz viele Designblöcke hier und ich mag sowieso am allerliebsten diese kleinen, diese 6x6 sind das, glaube ich, also 15x15 cm. Weil die einfach dünner sind. Die großen vom Action, die sind mir einfach viel zu dick. Ja, und da habe ich mir dann das hier rausgesucht, was da am besten passt. Habe hier diesen Teil wieder ausgelassen, weil ich finde, das passt ganz gut mit dem Kraftpapier. Hier habe ich ein bisschen viel Platz gelassen. Hier müsst ihr wirklich aufpassen. Ich mache es mal auf. Man sieht es hier, man muss es schon wirklich bis ran an den Rand kleben, so wie ich es auch hier gemacht habe. Also hier ist es, da habe ich ein bisschen geschludert auf der Seite. So, dann habe ich es oben und unten und an den Seiten, aber an den Seiten nur innen, mit dem gleichen Designpapier gemacht, was auch ganz gut hier zu den Bäumen passt. Habe ich gestempelt mit Meeresgrün. Das sind ja die neuen Farben. Die Farben fand ich eigentlich gar nicht so gut. Ich finde es jetzt eigentlich immer besser. Und ich finde, das passt ganz gut auch mit dem mit den, also dieses hier habe ich mit Cappuccino gestempelt und dann auch mit dem Dabber, dem Fingerdabber aufgenommen und bin dann einfach nur hier lang gegangen und ja, habe den Schnee so ein bisschen angedeutet und hier oben halt auch, dass es nicht mehr ganz so weiß ist. Hat dann ein bisschen was von Sepia. Und hier fand ich die Elche ganz gut, weil die sehr ganz gut passt, weil die da auch im Schnee rumwandern könnten. Und von der Farbe her hat es auch sehr gut gepasst. Ja, dann habe ich es auch innen wieder so gelassen, weil das ist ja dieses Kraftpapier. Und inzwischen habe ich die Karten auch schon fertig. Hier habe ich mit der Elchstanze, die gab es mal bei Woolworth für 1 €, war von Marianne Design. Da gab es ja diesen großen Ausverkauf. Ihr erinnert euch ja noch an die Karten, aber waren sie noch nicht so dekoriert. Hier habe ich mit aus dem Häuschen von Stampin' Up. Ich habe aber die Stanzen nicht, aber das kann man noch genauso gut mit der Schere ausschneiden. Hier oben das auch. Und hier habe ich mit den Stanzen, die ich mir bei AliExpress geholt habe, mit den Sternstanzen, da ist noch eine große dabei, aber die habe ich jetzt weggelassen und ein paar Blätter und Perlen drauf, dass es ein bisschen glitzert. Zur Weihnachtszeit kann es ja ruhig ein bisschen kitschig sein. Ja. Wobei ich hier aber feststellen muss gerade, sollte man wenigstens so viel auslassen, wenn man was 3D klebt. Stört ein bisschen. Aber es geht. So. Das Ganze passt super da rein.
Also das hier gefällt mir noch nicht so, aber ich habe hierfür auch keine bessere Lösung gefunden für mich und bei meiner Zeichnung. Deshalb, ja, vielleicht macht ihr das und habt die zündende Idee, dann würde ich mich über eine Nachricht sehr freuen. So. Das Ganze kommt jetzt wieder so. Und fertig ist die Geschenkbox. Wenn man einfach nicht mal nur Grußkarten schreiben möchte, sondern wenn man Grußkarten auch verschenken möchte. Ich finde das eine ganz tolle Idee. Und ja, ich werde es bei einigen Leuten machen, dass ich denen so 3 Karten schicke, immer in so einer Box. Also falls ihr mehr Karten verschenken wollt, dann müsst ihr hier einfach anstatt der 2 cm, die wir überall genommen haben, einfach ein bisschen mehr machen, vielleicht 3 cm oder so. Aber eigentlich reicht es mit den 2 cm auch völlig aus. Ihr seht, da ist noch viel Platz. Und die Karten sind relativ dick, weil sie ja hier 4 Lagen praktisch haben. Also, das geht schon. Muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, sonst mache ich mich kaputt. Und wo hängt's? Ja, ich finde es richtig schön und finde es auch mit diesem Klappelement ganz schön, dass man sich das dann auch so hinstellen kann. Das ist ja dann so ein bisschen hoch und ja, während man die Karten schreibt, kann man sich immer eine nach der anderen rausholen. Finde ich eine schöne Idee. So, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Ich würde mich natürlich über ein Abo und über einen Kommentar sehr, sehr freuen. Und ja, falls ich euch mal besuchen soll auf eurem Kanal oder auf eurer Seite, sagt einfach Bescheid. Ich finde das nicht schlimm, wenn man einfach mal sagt, hier, besucht mich doch mal. Ja, ich habe momentan ein bisschen wenig Zeit, noch 2 Wochen circa, selber zu gucken. Und dann stupst mich einfach mit der Nase drauf. So. Das war's. Bis zum nächsten Video. Tschüss.